hoch war der Schnee im letzten Jahr? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. So hoch lag der Schnee im letzten Jahr. Dieses Jahr nichts. Kein Schnee. Ich hoffe, Sie hatten alle wunderbare Feiertage. Ja? War schön zu Hause? Einmal wieder die Verwandten alle wieder gesehen, die man jahrelang nicht gesprochen hat. Und die Deutschen gehen optimistisch, meine Damen und Herren, ins neue Jahr. 49% der Deutschen gehen optimistisch ins neue Jahr. Der Rest erwartet wieder Verwandtenbesuche an Silvester. Ich habe sehr intensiv Fernsehen geschaut über die Weihnachtsfeiertage und ich habe Peter Alexander gesehen und ich muss sagen, unglaublich, die Peter Alexander Show, ganz toll, der Mann wird nicht älter und ich wollte ihn fragen, warum? Warum wirst du nicht älter? Er wird aber erst nächstes Jahr im November wieder aufgetaut. Eine gefährliche Grippewelle steht bevor, meine Damen und Herren, eine gefährliche Grippewelle. Und ich weiß nicht, ob Sie hier im Studio darauf schon vorbereitet sind, meine Damen und Herren. Oder? Ja. Die Bundesregierung hat bereits reagiert auf diese Grippewelle. Bundesweit wird das Tempolimit aufgehoben. Ihr auch? I love you! Hey, I love you! Man hat festgestellt, dass die Atemluft jetzt bereits mehr Viren enthält als eine Kopie von Windows 95. Eva Braun! Eine unglaubliche Meldung. Eva Braun soll leben. Sie wissen, Eva Braun war die Lebensgefährtin. Warum haben die beiden nie geheiratet? Die Lebensgefährtin eines üblen Politikers, der zwischen 33 und 45 in Deutschland an der Macht war. Und sie wurde jetzt angeblich ausfindig gemacht in Südafrika, und zwar in einer Wohngemeinschaft mit Margot Honecker und Frau Ceausescu, bekannt als Golden Girls. Und man hat festgestellt in der Wissenschaft, das finde ich immer das Tolle, dass die Wissenschaft sowas feststellt, was man wirklich mal festgestellt haben sollte. Leitungswasser macht impotent. Ja. Leitungswasser macht impotent, das erklärt vieles. Ich habe pro Zimmer, pro Wand 4 Wasserhähne. Weil ich zu faul war, immer in die Küche zu gehen. Leitungswasser macht impotent, ich sage zum dritten Mal, ein Grund mehr, den Frauen das Spülen zu überlassen. Das wurde herausgefunden mit diesem Leitungswasser von einer Studie im Auftrag des Deutschen Brauereiverbandes. Und diese Studie hat auch herausgefunden im Auftrag des Deutschen Brauereiverbandes, Milch macht blind und Wein macht schwul. Ich habe jetzt über die Weihnachtsfeiertage einen neuen Typ von Menschen kennengelernt, der mir besonders ans Herz gewachsen ist. Und zwar sind das Rentner, ja? Ganz in grau gewandete Rentner mit diesem Hütchen nach dem Motto, den habe ich auch erst 10 Jahre, die so am Straßenrand spazieren gehen. Ja, so, weißt du, so. Und dann parke ich aus, ja, das sehen sie, gucken so, gehen wieder zurück und bleiben stehen, bis ich ausgeparkt bin, in der Hoffnung, wenn ich irgendwo schramme, ja, ich hab's gesehen. Die Lampe, das war er. Weg! 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 Obwohl, weißt du, was ich immer denke, wenn ich ihn sehe? Ich denke mir, hurra, wir leben noch. Und, ja. Dann fahre ich einmal um den Block und dann schreie ich raus, Hunde, wollt ihr ewig leben? Das war mein Lieblingsfilm früher. Ja, das war mein Lieblingsfilm.
In Hamburg, meine Damen und Herren, in Hamburg, der Power-Metropole. Das hat mir gut gefallen, wie Lagerfeld mal gesagt hat. Meine Mutter hat zu mir immer gesagt, Hamburg ist das Tor zur Welt. Ja, mein Junge, aber eben nur das Tor. In Hamburg hat man jetzt die erste Drive-In-Bäckerei eröffnet. Was heißt das? Da fährt man, glaube ich, mit dem LKW direkt durchs Schaufenster, oder? Ja. Und zwar, das ist auch was unerträglich, professionell gut gelaunte Bäckerinnen. Morgen! Hallo! Rocken ist alle! In dieser Drive-In-Bäckerei in Hamburg, da können Sie mit dem Auto reinfahren und das Brot kaufen, ohne den Wagen zu verlassen. Umweltschützer haben bereits protestiert und haben aus Protest an der Einfahrt einen Frankfurter Kranz niedergelegt. Lady Diana, the Princess of Wales, hat die Feiertage im Kreis ihrer Lieben verbracht. Sie war bei einem Psychiater. Sie war am ersten Feiertag. Am ersten Weihnachtsfeiertag war Princess Diana auf der Couch beim Psychiater und am zweiten Tag haben sie über ihre Probleme gesprochen. Es wird höchste Zeit, meine Damen und Herren, dass die Queen da mal auf den Tisch legt. Wirklich. I want a fucking Scheidung! Das ist mein neues Herzlich Willkommen in Sat.1-Gesicht. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Festtagsgäste, liebe polnische Restgänse. Wenn die Feiertage nicht vorbei wären, würde ich sagen, wir haben heute ein Feiertagsprogramm. Wirklich. Großartige Gäste hier bei uns heute Abend. Marcel Reif, Rolf Zacher, Brigitte Mira und Meat Loaf. Meat Loaf! Unglaublich! Musik wie jeden Abend! Unser Weihnachtsengel Helmut Zerlett und Ben! An dieser Stelle, meine Damen und Herren, vielen Dank für die nette Festtagspost. Und Sie wissen, Briefe, die kommen bei uns nicht einfach so reingeschneit. Briefe, die bringt bei uns der Letterman. Für Sie, Dankeschön. Ganz viele persönliche Sachen. Eine Sache habe ich mich sehr gefreut. Ron, K. Punkt. Und er heißt Ronald Kosturi. Kosturi, weiß nicht, was ist das für ein Landsmann? Kosturi, Grieche. Ronald, schreib mir, ob du Grieche bist. Ronald. Aus Bonn. Und er schreibt mir, ich erlaube mir, zur Überbrückung ihrer derzeitigen Einsamkeit, meiner Einsamkeit, ein Weihnachtsgeschenk zu schicken. Und zwar diesen tollen Drachen. Er schreibt, man braucht nur auf den Schwanz drücken und man staunt, dass es funktioniert. Es ist ein Feuerzeug. Das ist lieb, aber ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Ja, seit Jahren habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Weißt du, ich habe noch diesen Film gesehen, wo jetzt um die Wette geraucht wird. Kennst du mit Harvey? Ja, Smoke. Ja, ja, ja. Diese Nummer, ja, wo um die Wette geraucht wird zwischen Harvey Keitel und dem anderen, wo immer. Dies hier. Smoke gets in your eyes. Habt ihr gehört? Ja. Auf den Schwanz drücken. Ronald, vielen Dank für den Drachen und die Bursche. Das passt sehr gut zur Krawatte. Ja, morgen habe ich auch eine Krawatte, die zum Anzug passt. Und das ist schade, dass es kaputt ist. Hör mal.
Ich würde Folgendes vorschlagen. Viele haben ja Geschenke bekommen zu Weihnachten, die man am liebsten gleich der Tante wieder ans Revers geheftet hätte und gesagt hätte, das ist toll, aber ich kann es leider nicht brauchen. Ja? Den ganzen Scheiß, den sie bekommen haben über die Weihnachtsfeiertage und den sie weghaben wollen, wenn sie morgen hier bei uns eine Karte haben zur Sendung. Wenn Sie also morgen Publikum sind hier im Kapitol und nur dann, bringen Sie bitte Weihnachtsgeschenke mit, die Sie gerne loswerden möchten. Und dann haben wir die Gelegenheit, tausche Drachen gegen Eigenheim. Irgendwie ist das schade hier von Ronny. Er schickt mir den Drachen und gleich geht es kaputt. Das ist irgendwie ein bisschen ungerecht. Aber Ronny, ich muss dir sagen, diese Welt ist nicht gerecht. Aber ich spüre den Priester in mir. Und lass mich für dich diese Welt schildern, wie sie aussehen würde, wenn sie gerecht wäre. Noch am Leben. Und Johnny Walker wäre abgesoffen. Wenn die Welt gerecht wäre, dann wäre Charles der König von England und die Queen hätte große Ohren. Wenn diese Welt gerecht wäre, dann wäre Stefanie Hertel die Trompete von Stefan Ross. Wenn diese Welt gerecht wäre, dann wäre Peter Graf auf Kaution draußen und Konstantin Becker der Vater von Steffi. Wenn diese Welt gerecht wäre, dann gäbe es Moncherie das ganze Jahr und Barbara Edigmann nur an Weihnachten. Wenn diese Welt gerecht wäre, dann wäre Lotte Matthäus noch immer der Libero der Nationalmannschaft und Matthias Sommer ein Ausländer. Wenn diese Welt gerecht wäre, dann wäre Axel Schulz Weltmeister und sein nächster Gegner wäre Günther Rexroth. Und wenn diese Welt gerecht wäre, dann wäre Rolf Töpperwien Barzahler und der Leierkasten ein Musikinstrument. $5 million gospel choir from Skunkville, Ohio. Chorleitung Stuart Barlow Jr. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, jetzt einen Fußballreporter begrüßen zu dürfen, wo man nicht groß sagen muss, er ist einer, der macht dies, er macht das und viele kennen ihn daher. Er ist der beste deutsche Fußballreporter. Herzlich willkommen, Marcel Reif. Herzlich willkommen. Wie war das Fest? Ruhig, beschaulich. Waren Sie ein bisschen im Urlaub? Ein bisschen Skifahren, ja. Skifahren, allein? Nicht allein.
Okay, mit welcher Frau? Mit einer Frau, mit keiner aus den Schmitzchen Beständen. Ja. Leitungswasser macht impotent, ja? Leitungswasser macht impotent. Ich muss sagen, ich war als Kind Leitungswasser-Junkie. Mhm. Ja. Hat sich aber... Hat sich gelegt. Jetzt nur noch Milch und Wein. Das funktioniert nur bei mir. Gäste haben aber einen Gasttusch. Wollen Sie mal probieren? Ja, und weg. Das ist so der Gästetusch. Mhm. Ja. Ich freue mich immer sehr, wenn ich Ihre Werbung in meiner Sendung sehe. Ja. Weil das ist eine schöne Sache und wir leben ja davon. Jetzt ist mir aufgefallen, täusche ich mich oder gibt es eine kleine Änderung? Es war erst dieses, Marcel Reif kommt rein, hallo, hallo, hallo. Dann kam der Blickkontakt zur Blondine. Man kippt zügig 2, 3 runter, tankt sich dann an die Blondine ran und jetzt sehe ich, die Blondine ist weg. Stimmt das? Es gibt jetzt eine zweite Fassung, die habe ich aber auch zu meiner Überraschung erst gesehen. Die Blondine ist jetzt weg, es geht jetzt mehr auf, da geht es jetzt nur noch ums Produkt. Es geht jetzt, ich bewege mich zu auf diesen Barmen, der dieses Bier einschenkt. Und die Taz in Berlin hat einen sensationellen Verriss darüber geschrieben, also haben mir richtig eine mitgegeben mit der Werbung. Unter dem Titel ist Reif schwul geworden. Also das Ganze wirkt auf den Kritiker, als würde ich mir Mut antrinken am Ende, ja, um die Avancen dieses Barmanns über mich ergehen lassen zu können. Was da rein interpretiert wird. Ich kann alle beruhigen, auch den Barmen. Auch den Barmann. Ich glaube, Schwule trinken gar kein Bit. Oder? Die trinken alles, aber kein Bit. Ist eigentlich auch wurscht, weil es hört sich alles gleich an. Das finde ich das Tolle hier in Köln, gerade in den Kneipen. Für wen war das Kölsch? Und so, das ist immer, immer so ein Ton. Also es geht jetzt mehr ums Bier, ums Produkt. Ja? Und deswegen ist die Frau weg. Bedauern Sie das? War das sehr nahe am wirklichen Marcel Reif? Also ich meine, Leitungswasser macht impotent. Nein. Das war eine ganz professionelle Geschichte. Klar, wenn man den ganzen Tag auf diese junge Frau immer zu flirten muss und immer wieder nein, nochmal bitte und nochmal jetzt nein, wir machen es nochmal. Und man geht immer flirten dahin. Und irgendwann am Abend denkt man, das muss ja irgendwann verfangen. Es verfing nicht. Wirklich? Die junge Frau sagte, was willst du denn? War sie einfach so ein Model, dass es geschäftsmäßig macht? Ja. Habe ich auch schon oft erlebt. Es ging nur ums Bier. Ja. Die Werbung hat ja schon einen Hit. Dieses Love a little bit. Stay a little bit longer. Stay a little bit longer. Stay a little bit longer. Sind Sie das, der das singt? Nein. Nein. Das Bier soll ja verkauft werden noch. Nein, das ist ein Remake von Jackson Browne, hat das mal richtig gut gesungen. Im Original. Ja. Und da haben Sie auch, wie soll ich mal sagen, jetzt gibt es ja noch so eine Möglichkeit, so Reif Anthology, dass man sagt, die Entstehungsgeschichte dieses Songs und so weiter, dass Sie noch ein bisschen was mitverdienen, das ist gar nicht der Fall. Nee, da wurde eine CD draus gemacht, wie ich gehört habe. Ich habe daran überhaupt nichts verdient und habe noch nicht mal ein Belegexemplar gekriegt dafür. Sie hören das tiefe Mitleid. Es ist... Sie hören das, ich muss sagen, dieses Job ist hart. Das Publikum hier ist sehr, sehr kritisch. Ich glaube, was man Ihnen übel nimmt, ist, dass Sie von den Öffentlich-Rechtlichen einfach für Kohle weggegangen sind zu den Privaten. Da hat das Publikum ein feines Gespür. Ich halte das für einen Skandal und kann jedem nur abraten. Ja, war es denn nur das Geld, Herr Reif? Nein. Fußballer sagen an der Stelle immer, ich wollte eine neue Kultur kennenlernen. Nochmal eine neue Sprache, kurz vor einem Abriss. Ja, gut. Nein, es war sicher nicht nur das Geld. Es war eine Menge mehr. Es war auch die Möglichkeit, eben sich richtig verströmen zu können. Und das geht da ganz gut. Sie sind ja bei der interessantesten Sache mit dabei, das ist die Champions League, ja? Die ja Gott sei Dank auf 4 Stunden gestreckt ist, also dass man nicht nur das Spiel angucken muss, ne? sondern
Jetzt, ich bin großer Fußballfan, bin Laie, aber bin großer Fan. Was mich oft irritiert ist, Sie sagen, mal gelinde formuliert, das Spiel war eher mäßig. Sie sagen es noch härter teilweise. Dann sitzt ein älterer Grauhaariger vom FC Bayern im Studio mit randloser Brille, der sagt, ja gut, das muss man verstehen. Wir haben sicher nicht alles gebraucht, aber im Grunde war es ein gutes Spiel für die Verhältnisse. Gibt es da teilweise Konflikte mit dem Franz? Nein, überhaupt nicht. Franz kann sagen, was er will. Franz, das habe ich ja mir selber gemerkt. Ich bin kein Fan von Franz, da bin ich wirklich zu alt schon inzwischen. Nur wenn Franz sagen würde, da draußen ist jetzt taghell. Ja. Und wir beide wissen, es ist nicht taghell. Also ich würde immer noch mit einem Auge mal gucken, ob es nicht doch taghell ist. Franz kann reden, was er will. Das wird. Und ja. Die Zuschauer kaufen es. Zum Beispiel jetzt Lothar Matthäus. Würde Matthäus glauben, es ist wirklich Tag, oder würde er einfach sagen, es ist Tag, weil Beckenbauer es sagt? Sie kennen ihn ja gut. Na, nicht so gut, aber Lothar Matthäus würde gucken, ob es Tag ist. Ganz ja? Sicher. Ganz 100%. 100%. Sie sind doch jemand, der Rekordeinschaltquoten hat mit Endspielen, mit wichtigen Qualifikationsspielen und so weiter. Wie groß ist der Druck, sagen wir mal, von Vereinsführungen auf Sie, dass man sagt, also Herr Reif, wir sind niemand, der droht und Druck macht, aber letztens im Fall Dortmund gab es ja so kleine Anzeigen, wo er sagte, möchten wir nicht mehr, so allzu kritisches bitte. Ja, ja, aber das legt sich ganz schnell. Das Gute ist, dass unter den Sportlern selber, also Trainer oder Mannschaft, bis auf ein, zwei Spieler, ist das Verhältnis völlig normal. Die begreifen, dass mein Job ist, darüber zu reden und ihr Job ist, Fußball zu spielen. Sind die Spieler Herbstmeister geworden oder Zweiter? Herbstmeister geworden. Herbstmeister. Ja. Waren die schon immer in diesem Teil Deutschlands oder waren die früher Auswahlspieler? Zum Teil waren sie Auswahlspieler. Ist das ein Test jetzt? Ob ich Nein, oder wollen Sie den Namen nennen? Nein, weil Sie sagen, bis auf ein, zwei Spieler. Nein, ein, zwei waren früher Auswahlspieler in den neuen Bundesländern. Die sich ein bisschen kritisch äußern. Ja, nein, kritisch geäußert hat sich ein jüngerer Kollege aus diesem Teil der Republik. Ja, Frankfurter Ecke? Eher Frankfurter Ecke. Sehr sensibel, was die untere Spielhälfte angeht? Äußerst sensibel. Ja. Äußerst sensibel. Und hat es dann auf Sie Äußerungen, wenn Andi Möller sowas sagt? Nein, aber ich höre schon hin, was er sagt und... kann ich ja konkret erzählen. Ich meine, er hat es ja öffentlich gemacht. Ich habe in diesem Spiel auf seine Probleme im Defensivverhalten hingewiesen. Probleme. Und ein Reporter eines befreundeten Privatsenders hat ihn darauf angesprochen und gesagt, Kollege Reif habe auf die Probleme im Defensivverhalten hingewiesen. Antwort, Probleme? Wer soll sich um seine Probleme kümmern? Da hat er doch genug. Das fand ich nicht so gut. Ja. Also das war so ein bisschen den sportlichen Bereich verlassen. Etwas. Ja. Wollten Sie selber mal Fußballprofi werden oder waren Sie selber ein leidenschaftlicher Fußballer früher? Ich habe selber Fußball gespielt und just an der Schnittstelle, wo man dann hätte entscheiden müssen, Abitur oder Profi, habe ich mich fürs Abitur entschieden. Ich habe in Kaiserslautern Fußball gespielt. Kaiserslautern? Sind Sie eigentlich Ihrer Roter Teufel-Fan? Fanatisch. Wirklich? Ja. Unkritisch bis deswegen nie Kaiserslautern kommentieren, weil immer unkritisch. So weit zählt nur das Ergebnis. Und wie weit haben Sie es gebracht beim FC Kaiserslautern? Bis zur A-Jugend, bis zum Südwestauswahlspieler. Also relativ. Also das wäre doch eigentlich dann... Manierlich. In der Rückschau wird es immer besser. Ja. Welche Position war das? Libero und zentrales Mittelfeld. Also schon Franz-artig. Schon ja. Ein Lenker und Denker. Ja. Was ich immer bewundere, ist so ein Spiel, wo ja doch 20 Millionen Leute bei großen Spielen davor sitzen, diese Informationen, die sie parat haben. Es also heißt, jetzt kommt Bezeschnik oder was weiß ich, der war schon mal 72 Auswahlspieler Südukraine und so. Wie kommen Sie an solche Informationen und wie teilen Sie sich das für den Verlauf eines Spiels ein? Also erst einmal ist das so ein fanatischer Sammeltrieb. Wenn ich weiß, jetzt kommt Ajax, dann sammle ich halt jetzt schon so ein bisschen. Und es gibt nette, freundliche Kollegen, die das per Computer machen. Ich habe da noch nicht so den Zugang zum Computer, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr kriegen. Jedenfalls kriege ich dann eine Mappe, sammle mir mein Zeug selber, filtre das und es liegt da. 90% aus der Erfahrung raus kann man überhaupt nicht verwenden. Ja. Dann während des Spiels, weil das Spiel Gott sei Dank noch selber läuft. Aber man müsste es parat haben, wenn etwas passiert. Und das kriege ich hin. Und Sie haben auch immer klaren Stil, immer Krawatte? Ich trage gerne Krawatte, ja. Ich wollte heute nur nicht gegenhalten, weil... Ja, aber das ist ja schon die italienische Variante hier. Strickhemd und so ein Sakko ist ja im Grunde eine Spur lässiger als ich, aber ich bin ja hier im Grunde offiziell.
Ja, also bin ich auch so wie soll man sagen, gehe zum Dienst. Dienst. Sie haben Ajax schon erwähnt. Riskieren Sie eine Prognose gegen Ajax? Für Bayern war es ja letztes Jahr Endstation und gegen Dortmund in der Champions League? Ich habe jetzt gerade heute gelesen, Ajax ist zum 52. Mal in Folge ungeschlagen, also Champions League und Punktspiele. Ich würde nicht hoch drauf wetten, dass Dortmund weiterkommt. Alles spricht dafür, dass Ajax weiterkommt. Der ebenso befreundete Privatsender würde sich natürlich freuen, ich inklusive, wenn sie weiterkämen. Natürlich. Dortmund, und wir hätten noch ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung. Die Fans hier, Marcel Reif, herzlichen Dank für den Besuch zwischen den Jahren. Toi, toi, toi. Danke. Und alles Gute. Ich danke Ihnen. Ja? Marcel Reif, tschüss. Der befreundete Privatsender, das ist RTL. Da gehen wir hier ganz locker um in Sat.1, oder? Und warum? Sat.1, das ist der Sender mit dem Swing. Ein Schluck Leitungswasser für mich. Das hätte ich viel früher wissen müssen, du. Und denn bei RTL läuft heute, morgen und übermorgen ein super spannender Krimi. Und zwar wird das Leben der Chefin von Barbara Ehligmann verfilmt. Und es heißt, der Film heißt Die Tote von Amelung. Ja. Und diese Tote, das ist so spannend. Die wird mit Wachs übergossen und dadurch tot. Und es gibt eine Hotline, da kann man anrufen. Und es gibt tolle Preise zu gewinnen, das muss man mal sagen. Also eine Leica-Foto, erster Preis. Zweitens, ein Rimowa-Koffer. Ich hatte auch mal einen Rimowa-Koffer, ja. Und die sind super, wenn Sie mit dem Koffer nicht verreisen, sondern zu Hause bleiben. Ja? Aber nach zweimal auf dem Gepäckband verbeult, Sie kriegen es nicht mehr auf. Ja? Oder das Gepäck kommt Ihnen schon einzeln entgegen. Es hat diese Rippen. Und der dritte Preis ist ein Original-Drehbuch, auch ganz was Tolles. Und der vierte Preis ist das Original-Tatwerkzeug. Und man kann das gewinnen, wenn man bei der Hotline anruft. Und man muss den Mörder wissen. Es sind 7 Mörder zur Auswahl. Das ist ja immerhin weniger als bei OJ. Und ich glaube, es war Leitungswasser neu. Das ist schon das Wasser für Herrn Zacher. ich rufe mal diese Hotline an. Soll ich mal auf Ihren Wunsch diese Hotline anrufen? Ja. Die Nummer ist 0190 32 94 07. Und es sind einer, der heißt Schredder, ein perverser. Ah, ich höre ein Amt. Ein perverser Schwede. Willkommen zum Tote von Amelung Gewinnspiel, einem Service der Teleworld GmbH und RTL Television für nur 23 Pfennige je 12 Sekunden. Sie glauben also, den Täter zu kennen. Sprechen Sie nach dem Signalton die dem möglichen Täter zugeordnete Lösungsziffer deutlich aus. 3! Danke, wiederholen Sie. Jetzt bitte die Nummer. 3! Schredder ist der Mörder und ich will keinen Rimowa-Scheißkoffer. Sie haben den Mörder gefunden. Und das Rätsel um die Tote von Amelung gelöst. Damit enthält bei RTL die Auszahlung von Teil 2 und Teil 3 der Toten von Amelung. Stattdessen senden wir an den 2 kommenden Abenden Barbara Ehligmanns Exklusivreportage bei Birgit Schrowange zu Hause. Schredder war der Mörder. Das war relativ einfach rauszukriegen. Und wir haben noch mal Post bekommen von Helge Forster aus Essen. Er schreibt: Sehr geehrter Mr. Schmidt, ich finde Ihre Show langweilig. Außerdem finde ich es uns Zuschauern gegenüber nicht fair, dass Sie uns verheimlichen, unter dem Namen Antonio Turetta in Italien eine urologische Praxis zu führen. Er hat mir den Zeitungsausschnitt mitgeschickt und er hat mich erwischt. Das bin ich unter dem Namen Antonio Turetta in Italien. Da
dann ein schön. Ah, damit komme ich bis Mitte Januar mit dem Wasser. Aber heute Abend trinke ich noch ein Glas Wein. So. Hast du sie gerade gesehen? Ich trinke zwei Glas Wein. Schreibt mir Jan Stemplewitz, der polnische Arbeitsminister. Jan Stemplewitz aus... Ich habe auf Video gesehen, dass ich mich öfter mal hier so kratze während der Sendung. Ja? Das ist so eine alte Schuppflechte, die ich nicht wegkriege. Trotz des neuen Shampoos. An Weihnachten alles voll. Ja? Ich war ganze Weihnachten nur weg, 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 weg. Sehr geehrter Herr Schmidt, und zwar, Sie erinnern sich, Zwolle, die unmenschliche holländische Stadt, die Tauben frisst, sollte sich auf dem Rückweg von Zwolle, den Ihnen Herr Swoboda beschrieben hat, der Busfahrer aus München, befinden. Bitte? Wer war das? Aha, Herr Zacher, einmal Leitungswasser, bevor er rauslasst. Ja? passen Sie auf an der Abfahrt von der A31 auf die A2 am Kreuz Bottrop. Da darf man nämlich nur 60 fahren und die Radarfalle wird häufig in den Büschen versteckt. Leider bin ich im Moment etwas knapp bei Kasse. Ich möchte aber mit meiner Spende dazu beitragen, dass Sie eine neue blaue Kaffeetasse bekommen. Das hier ist der Pfennig, den ihr uns spendet. Süß, wirklich sehr lieb. Dann Nicole Spaun aus 87616 Markt Oberdorf. Das hier ist sie, Nicole, das blonde Gift aus der Leitungswasserstraße 1 bis 82. Sie schreibt, hallo Schmidtchen, und sie reimt. Hier spricht die Fee vom Weihnachtsmann, will wissen, ob sie kommen kann. Das ist, glaube ich, Frankenmarkt Oberdorf, oder? Doch denk nur nicht, ich komme zu allen, ich suche die raus, die mir gefallen. Ich koch dir gern auch nen Kaffee, warum denn immer nur der Tee? Exotisch müsst er dann schon sein, hey, riech doch mal am Beutelein. Nicole, das ist super gereimt. Und ich würde sagen, ich reime spontan zurück. Anke, weil du auf die Karten nicht zu schnell wegziehst. Schnupper ich an diesem Tee, tut mir gleich die Nase weh. Ich glaube, mit uns hat's keinen Zweck. Drum schmeiß ich deinen Brief jetzt weg. Danke, Nicole, für die Post. Und Anna Ulrich mit einem N. Das zweite N hat sie gespendet für einen wohltätigen Zweck. Aus Köln schreibt, hallo Herr Schmidt, ich heiße Anna und verfolge deine Sendung, soweit ich kann. Du bist voll in Ordnung. Übrigens, am allerbesten ist Mr. T. Hey, ich hoffe, er ist für mich voll dabei, weil er immer gut gelaunt ist. Warum redet T nicht oder ist er etwa sowas nicht eingeplant? Bestell Mr. T bitte schöne Grüße. Vielleicht lerne ich euch zwei mal kennen. T! Sag mal, Tee, das wusste ich nicht, dass eine Frau auf dich steht. Da musst du aufpassen, dass dir nicht der Beutel reißt. Tee, Vorsicht, wir werden das mal verfolgen, ja? Du siehst irgendwie aus, als hätte man dich durch den Kakao gezogen, Tee. Bis gleich, Tee. Danke, Tee. Ist Herr Zacher schon da? Ah, ich bekomme ein Zeichen. Herr Zacher ist da, meine Damen und Herren. Er ist ein wunderbarer Schauspieler und ein fantastischer Kollege. Und das Allergeilste ist, er ist ein unglaublicher Börsenspezialist. Herzlich willkommen, Rolf Zacher!
Okay. Thank you. You want more? Okay. Mein Lieber, freue mich, dich mal wieder zu sehen. Nimm Platz, Junge. Rolf. Yeah, my friend. Das ist unglaublich. Es war ein die sind gut, die Jungs. So. Die sind absolut. Ah, hätte ich, ja? Ja. Und? Hätte ich das gewusst, du, also ich gucke ja so spät in die Fernsehen. Ja. Hätte ich das gewusst, dass du so eine gute Band hast. Hättest du was gesungen? Hätte ich ja ein Lied einstudiert. Aber so jetzt, auf Anhieb hast du nichts drauf. Auf Anhieb? Nee. Auf Anhieb, auf Anhieb. Nee. Wenn du schöne Antworten gibst, dann gib sie nur einen Kasten. Okay, jetzt wäre mal richtig. Ich gebe dir noch einen Rhythmus dann zum Abschied. Dann okay, yeah. Pass auf, bei diesem Börsenspiel haben Profis, Stadtsparkasse Dortmund, 100.000 Mark hat irgendein Kleingärtnerverein, der sich mit Börse beschäftigt, aus... Investmentverein. Ja. Und du 100.000 Mark. Ja. So, aber bei mir war das nur Spielgeld. Und bei den anderen war es echt... Ich durfte mein Geld leider nicht... Oh, ich habe dieselben Socken an. Kommt geil. Nee, ich habe sonst immer im Grünen. Ich glaube, die Hose hebt sich ein bisschen wenig vom Sitz ab. Nee, das hätten wir alles einplanen müssen. Ja, okay, ja, genau. Bei mir war es nur... Moment, ich war... 200. So, bei mir war es nur Spielgeld. Ja, aber du hast 200... Er hat... In welchem Zeitraum ging das? Ja, ein Jährchen. In einem Jahr hat er aus 100.000 Mark 206.503 Mark gemacht. Er hat das Kapital mehr als verdoppelt. Meine Damen und Herren. This man! Und wenn Sie schon mal bei einer Bank waren... Ja, bei diesen armseligen kleinen Typen in den zu kurzen Hemden. Dann wissen Sie, was da abgeht. Wo es heißt, mehr als 3,9 ist leider nicht drin. Dann wissen Sie, was es heißt, das Kapital mehr als zu verdoppeln. Hast du dich... Yeah, all right, Hans Smith. Hast du dich ausgekannt an der Börse vorher schon? Ja, kenne ich mich jetzt auch nicht. Was hast du für Aktien gekauft? Immer die richtigen. Bei mir war das so am Anfang, da kam die an und da habe ich gesagt, okay, beim Drehen kam der rein, ja, ich habe das ja gar nicht begriffen, was der wollte. Ja. Und dann habe ich gesagt, aha, ich soll da Aktien, irgendwelche Aktien. Gut, da habe ich einen Kugelschreiber genommen und habe so Börsenpapier und wumm, und habe gesehen, aha, Mercedes, super, kann man kaufen, ja. Oder hier Adler fliegt, auch Adler. Adler, warum nicht mal wieder ein Adler? Was war das? Schreidermaschine oder was? Oder Bekleidung? Ich weiß auch nicht, stand nur Adler. Ah, der Name hat mir gefallen. Ne? Und da... So ist gut. Gutes Publikum. Ja. Und wie gesagt, also der Name und so. Und dann bin ich natürlich voll gleich in den Keller rein. Das heißt, so ging es nicht. Ne? Also erstmal bist du. Dann habe ich mich da ein bisschen mit befasst und so. Und mittags gucke ich immer die Börsen, NTV, gucke ich auch mal so rein. Ja. Lass ich mal durchlaufen. Und das bleibt ja auch so ein bisschen was hängen. Stimmt. Und dann hier ein Tipp, da ein Tipp, hier ein Tippchen. Ja? Und dann genau das Richtige im richtigen Moment. Und da irgendwie einmal war es so unheimlich dreckig. Der Dreck hat mich so angekotzt. Überall der Dreck in den Städten. Ja? In Berlin habe ich gesagt, Dreck, jetzt müsste man eigentlich mal recyceln. Da habe ich eine aufgerissen, die habe ich irgendwie, aha, die ist eigentlich am Boden gewesen. Aber war mal stabil, hat mal eine schlechte Zeit. Und da habe ich drauf gesetzt. Firma. Reinigungsfirma oder wie? Oder was? Nee, Recycling. Ach so. Ja? Ja. Die Zero, ne? Und Zero hat gleich in einer Woche 65 Bille mir gebracht. Ja. Yeah. 65.000? Und dann fing es mir an, Spaß zu machen. Dann wurde ich gierig. Ja. Und möchtest du vielleicht eine Kleinigkeit trinken? Ja. Ein Kaffee wäre gut. Ein Kaffee. Tee! Aha. Mann, der schmeckt ja gemein. Der schmeckt so wie in Hotels immer der Kamillentee. Der Kamillentee schmeckt immer nach Kaffee. Weißt du was? Es ist Kamillentee. Es war, glaube ich, verabredet, dass du Kamillentee bestellst. Ja, genau. Ich kann ja Moment, da war doch verabredet, der sollte mir nicht schmecken, der Tee. Das ja, genau. Aber der Tee, und du hast gesagt Kaffee, deswegen. Ach so, ach, ja. Es darf gelacht werden. Ja, pass auf. Jetzt soll ich da ein bisschen geschmacklich was machen? Nee, lass mal.
Schade, weil wir haben eine Matz vorbereitet. Ja, gib hier eine Matz, eine Matz. Ja, pass auf. Bleib mal kurz hier, und ich hol dir, weil in der Matz habe ich den Anzug an. So, weißt du, hier bleiben? Den müssen wir heute senden. Alleine? Ja, bleib, ich hol dir schnell was zu trinken. Okay. Ja? Bin gleich wieder hier, meine Damen und Herren. Gut gemacht, aber. Hä? Sollte ich jetzt da hinkommen und dir helfen oder so? Nee, nee, überhaupt nicht. Dann setz dich jetzt in den Sessel da. Also jetzt pass auf, jetzt sag mir. Aber das bring dich durcheinander, das bin ich und das ist hier, ne? Die Stichworte da. Das war Marcel Reif, das ist Brigitte Mira. Genau. Kennt ihr euch? Aber lange schon. Doch klar. Ja? Du bist 85 und immer noch wahnsinnig fit. Genau. Ah, nee, ist jetzt ja. Aber, ja! Ja! That's good, man. Pass auf, was ich das Tolle finde, du hast zum Beispiel Aktien gekauft einer Firma wie Bremer Vulkan. Ja? Die war ja völlig am Boden, wurde dann saniert und ging so nach oben. Und wie bist du auf so eine Firma gekommen? Du, man muss einfach auch solchen Leuten mal eine Chance geben, die völlig am Boden sind. Und für mich war es ja sowieso ein Spiel, da ich dachte, du, wenn, dann setz ich, die sind ja alle ausgeflippt. Der ist völlig verrückt, der Mann. Ja? Und das hat mir gefallen, ne? Also dieses völlig, also jetzt, naja, hast du ja gesehen, ne? Und melden sich jetzt professionelle Börsenberater bei dir und sagen, können Sie uns nicht mal aus dem Elend führen, Herr Zacher? Nee, aber ja, ich werde jetzt wahrscheinlich eine Firma aufmachen. Kannst mit einsteigen. Investment? Anleger. Als GmbH? Ja, wenn es sein muss. Du weißt nicht genau, was eine GmbH ist, doch, mit beschränkter Haftung da. Und wie viel muss die Einlage sein keine pro Haftung. Gesellschafter? Wie viel muss die Einlage sein pro Gesellschafter? Einlage? Ja. Ja, das kommt auf die aus, also... 50, Mann! Eben. Willst du mich jetzt hier irgendwie... Was soll das denn jetzt? Das war ein Trick. Ich wollte mal sehen, wie schlagfertig du bist. Der war gut, der Trick. Nee, pass auf. Du fliegst jetzt nach Rom. Wer hat das erzählt? Boah, war das gut. Ja? Das ist ja unglaublich. So. Hast du mal im Derrick gespielt eigentlich? Nee, noch nie. Noch nie. Noch nie. Nee. Würdest du mal gern? Doch, einmal. Einmal. Wieso, kannst du was arrangieren? Nee, das ist ja... Kennst du den Kommissar? Ich kann mir das gut so vorstellen. Derrick? Ja. Also in Grünwald, so wo du als die Tür aufmachst. Ich habe ja schon was überall mitgespielt. Derrick habe ich auch schon mal mitgespielt, aber auf dem Traumschiff noch nicht und so. Was ist das, was du jetzt in Rom drehst für einen Film? Ich drehe in Rom? Wer erzählt denn sowas? Steht in deinem Fragebogen. Ach Quatsch, ich fahre jetzt nach Rom in Urlaub. Ach so. Ja. Ach so. Kein Spielfilm? Nee. Den mache ich dann in Paris. Welcher? Was ist das? Das sage ich noch nicht. Toll. Ne? Rolf! Rolf! Moment! Bleib sitzen! Wir sind noch nicht fertig. Jetzt werde ich gerade warm. Und dann komm doch mit deinen miesen kleinen Fragen. Ja, sag mal, wie ist das so jeden Tag? Macht Spaß, wenn du so... Toll. Ja? Ja, wirklich. Immer noch? Ja, ich mache ja erst 3 Wochen. Ach so, bist du nervös oder so? Was sagt deine Frau übrigens? Das wollte ich mal wissen. Weil ich übe nicht, ich will mir jetzt auch eine Show machen. Eine tägliche. Nee, um Gottes Willen bin ich behämmert, du. Ja, das Problem ist halt... Obwohl, es wäre gar nicht schlecht. Man ist so drin, ne? Geht so, man hat so immer... Das Problem ist, du bist halt wenig zu Hause. Das ist auch nicht schlecht. Ja, 11 Uhr morgens weg, 11 Uhr morgens wieder heim. Ja. Und
Also das ist schon, du musst dich schon entscheiden. Und ich freue mich sehr, dass wir dir jetzt deinen Musikwunsch erfüllen können, meine Damen und Herren. Für Rolf Zacher die heißesten Kuschelrhythmen des Jahres 95 für sein 11-minütiges Tanzsolo. Es war riesig, dass du hier warst. Ja. Und zum Abschied tanzt du noch was für uns, oder? Na, da muss ich ja Geld. Mehr Geld? Kein Problem. Was singen wir? Es muss auch Gespräche geben, die ein bisschen ruhiger und nachdenklich verlaufen, meine Damen und Herren. Und wir kommen zu unserem beliebten Bilderrätsel. Hallo, liebe Rätselfreunde der Heimat. Welcher Begriff ist hier gesucht? Biografie! Jawohl! Auto, Bio, Grafie. Ich habe noch einen. Noch einen sehr, sehr, sehr schönen. Ja, was? Welcher Begriff ist hier gesucht? Schwer. Es ist. Jawohl! Videorekorder. Ganz schwer. Harald Juhnke. Oh, volles Rohr, Ex. Was? Ganz. Jawohl. José Carreras. José Carreras. Und der nächste Begriff ist so kompliziert, da muss ich nach draußen. Wir haben es im Freien aufgebaut. Ich hoffe, dass mir Zacher nicht noch irgendwo auflauert. Meine Damen und Herren, Sie sehen ein Auto. Und wir suchen eine weltberühmte Traumstraße. Die korrekte Lösung heißt Autoput. Meine Damen und Herren, geht's vorsichtig, diese Tür. Diese Metalltüren sind so gefährlich. Seid ihr überhaupt versichert? Ich freue mich sehr, jetzt, meine Damen und Herren, in einen Künstler. Ah, ich habe mich verlaufen. Siehst du, ich wusste, hier sind keine Schilder. Ich wusste, dass ich mal hier verlaufe. Ihn jetzt, was ich die Treppe, einen weltberühmten Künstler präsentieren zu dürfen, der über die Festtage den Weg zu uns geführt hat. Meine Damen und Herren, hier ist gerade eben noch in Kinderspielwagen. Jetzt kommt Meatloaf! Have you ever seen your record? Welcome to the neighborhood. Smooth. Ah. Hey. Meatloaf. Thank you so much. Harold, thank you. You remind me of someone. Meat. They have a couple of jokes for us, you know. What? Meat. Did we meet before? No. Let me think.
Let me think. Have we met before? We could have met before. Where? If we would have met at the right time. You never know, though, when people meet, how they're gonna endure the meeting. Right. Great joke. Now, my second joke. My zweiter Witz, you know, okay, my second joke. Okay. Very spontaneous. But wait a second. If we met... No, it's my joke. Did we meet? I think we met at the Met. Hey. We met at the Met? Yeah. You know what? Yeah. That's the time Wait you... a second. We met at the Met right before we went to see the Mets, and we met all the team. Yeah. And this Which time... Which is meet backwards. Up to you. Where is the station? No, that was the wrong word. Yeah. Now. It's just down the road, a meet. Mm? Piece. Meat. Piece of meat. A piece of meat. It's just down... Never mind. No. You remind me of someone very, very famous here in Germany. Have you heard of Harry Weinfort? He's a... You kind of... Mr. No! Big star, Mr. Slim Fast. Well, you know what? Yes, I'm... Come you on. Know what? You know what? No. You remind me of somebody. Okay. You remind me of... You must be the German David Letterman. No, no. So kind. So kind. No. Thank you very much. Very charming. Come back again. Yeah? It's really a pleasure to meet you. One of the... Now, listen. It's one of the great moments in my young, young life. To have shared a few seconds on the same stage with a man who has always been to me nothing but a legend. Meat Loaf. Was it good? Thank you. Unglaublich, dieser Mann. Meat Loaf! Thank you, yeah. Meat Loaf! Weißt du? Das ist das Tolle. Ja! Yeah. Ich verstehe das. Tja, Mike. Meat? Where's the helicopter? Oh, sorry, I see. There's no problem. Come on, Sam. I can't even. There is no. Er würde wahnsinnig gern, aber wenn er sich nicht beeilt, dann ist die letzte S-Bahn zum Hubschrauber weg. Und er lässt alle grüßen. Aber weißt du, dass sowas spürt, das spürt ein Publikum hier im Kapitol, dass so ein Megastar live hier ist, weißt du, ja. Meine Damen und Herren, jetzt kommt eine zauberhafte Kollegin, die zu den ganz großen deutschen Schauspielerinnen gehört. Und wenn Sie sie gleich sehen, dann werden Sie nicht glauben, wie alt diese Dame ist. Ich freue mich sehr, dass sie die Strapazen heute von Berlin hierher auf sich genommen hat. Herzlich willkommen, Brigitte Mira. Ich habe mir da hinten den Hintern abgefroren, so kalt war das. Fühl mal. Tatsächlich, sind aber noch schön warm. Mein Gott, hast du einen Schmuck und ist das schick und traumhaft. Alles erarbeitet. Das glaube ich dir. Ja. Ich muss dir einen... Ja, und dann muss ich sagen, ich hatte gerade einen schönen Einbruch und da konnte ich mir natürlich die neuen Sachen viel hübscher machen. Wirklich? Haben wir dir die Wohnung geknackt?
So alles kleine Gefummel habe ich weg. Und dann habe ich gesagt, nur eine Uhr und nicht so viele Ringe. Und dann habe ich noch meinen Freundinnen so leid getan. Die haben mir alle Ringe geschenkt. Wirklich? Ehrlich, ja. Na ja, ich war ja schwer bestohlen. Ne? Warst du denn zu Hause, als eingebrochen wurde? Nee, war in Hamburg. Und kamst zurück? Kam zurück und alles war weg. Wie sieht so eine Wohnung aus nach so einem Einbruch? Nein, ich muss sagen, die waren sehr nett im Grunde genommen. Ja? Nicht alles wie Kraut und Rüben? Ja. Haben zumindest nichts kaputt gemacht, was nicht... Na, haben so ein bisschen rumgeschmissen mit den Klamotten, das ist ja klar, nicht? Aber sonst, muss ich sagen, waren sie sehr lieb. Und die Versicherung ist ja bei einer Dame wie dir auch nicht misstrauisch oder was du angibst? Na, ich muss sagen, bei der Versicherung ist man sowieso mal ein bisschen wie heißt das Wort? Schmiert. Geschmiert, dankeschön. Ja, wirklich, haben die gezickt? Ja, so schlimm? Es geht. Also man kriegt ja nicht wieder, was man hatte oder so. Aber wenn man das so macht wie ich, eben wie gesagt, eine gute Sache für ein bisschen Gefummeln, ne, dann ist das alles sehr schön. Ein traumhafter Schmuck. Es ist großartig, dass dir selber nichts passiert ist. Ich finde wunderbar, dass du hier bist. Und ich habe es vorhin den Zuschauern schon im Scherz gesagt, als Herr Zacher hier war. Es ist nicht zu glauben, 85 Jahre alt. Das ist fabelhaft, wie du aussiehst. Wirklich. Vorher habe ich immer gelogen und dann haben meine Freundinnen gesagt, Regina Ziegler und so, du bekenn dich doch mal zu deinem Alter. Und das waren so ungefähr 6 Jahre. Und du wirst lachen, die fehlen mir. Tatsächlich? Ja. Indem du dich da so ein bisschen durchgemogelt hast. Ja. Es ist ein großer Unterschied, ob man 79 ist oder 85, weißt du? Was verändert sich da? Also einfach, das ist die Einstellung. Also jetzt bei 85 kommen immer alle, darf ich Ihnen vielleicht helfen? Ich komme mir schon vor, also wie so Urmama, nicht? Auch das bin ich ja, entschuldige. Das vergesse ich immer wieder. Ich weiß nicht, ich habe gar keine Beziehung zu meinem Alter. Kannst du dir das vorstellen? Das ist fantastisch, wirklich. Auch wie schick du angezogen bist, diese Schuhe, ja? Das ist... Da frag mich nicht, wie man darauf geht, du. Ja, aber trotzdem, du kannst ja auch sagen, hier, ich mache einen auf Gesundheitsabteilung und ich will es bequem haben. Nein. Und es ist einfach, der Stil geht vor. Das finde ich ganz toll. Ja. Ehrlich? Ja, nee, hundertprozentig. Was ist dieses tolle Schleiche? Was, ist das Bundesverdienstkreuz? Du, ich habe das Große bekommen, ja. Wahrscheinlich, weil ich so alt bin, nehme ich an, nicht? Schon eher wahrscheinlich für deine Verdienste. Das ist die sozusagen die kleine Ausgehversion. Also das Original ist ja Son Otto, weißt du? Wurde das auch geklaut, das Original? Nee, das habe ich ja jetzt erst bekommen. Vor ganz kurzer Zeit. Bei mir piept es wieder so. Ist gut. Weißt du, ich höre nicht so gut, aber dafür sehe ich schlechter, verstehst du? Da piept ein Hörgerät oder wie? Ja? wie hast du Weihnachten verbracht? Du, wunderbar. Mit Enkelchen und meinen Söhnen, die sind gekommen, waren da. War richtig hübsch. Waren alle bei dir in Berlin? Ja. Ja, also nicht bei mir, ich bin sogar zu dem einen Sohn gegangen, weil da sind 3 Kinder und das ist immer schwer zu transportieren. Es war auch sehr glatt in Berlin. Da habe ich gedacht, na, ich meine, die Alte kann ja drauf gehen, aber die Kinder doch nicht. Das wäre beispielhaft, diese Denkweise, die gefällt mir gut. Wirklich. Ja, oft sagen doch Leute ab 48, dieses Jahr kommt er nicht, es wird eh mein letztes Weihnachten sein. Nicht? So, weißt du, diese Softie-Erpressung ein bisschen so von den Großeltern manchmal. Das ist ja sowieso ein Erpresserfest, sagen wir ganz ehrlich. Weihnachten. Wenn er nicht kommt, dann wird das Testament geändert, oder? Naja, ich muss sagen, also mit dem Testament habe ich es nicht so. Aber es ist doch so, man lebt und denkt, also jetzt ist Weihnachten. Und wenn ich da jetzt da unten rein müsste, also ich habe schon gesagt, bitte mit einem dicken Mantel. Ja, den nimmst du mit? Schön warm, weißt du? Ja. Den hast du auch schon? Ja, alles da. Schön Pilz. Ja, wirst doch. Ich finde das toll, dass man da so ungezwungen drüber reden kann. Ich habe gesehen, wie du hier, während die Werbung lief, so ein bisschen dir flusend gemacht hast. Das sind deine Tiere. Du, ich habe 3 Perserkatzen und das ist schlimm. Die haben sich natürlich, als ich den Koffer packte, lasse ich den auf, alle 3 Katzen drin, verstehst du? Ja. Nun kannst du dir vorstellen, wie das ausgesehen hat. Aber ich habe hier eine ganz süße, reizende Dame in der Garderobe und Maske und die waren immer nur so dran. Und jetzt bin ich sauber. Es sieht wirklich fantastisch aus. Und Dankeschön. Die Katzen, sind die jetzt unbeaufsichtigt zu Hause? Was? Die Katzen, sind die unbeaufsichtigt? Die Katzen. Nein, das ist einmal ein Hund, der aufpasst. Oh. Ja.
Ja. Ja. Naja, da habe ich schon, wie sagen, sehr liebe Seelen, die darauf Acht geben. Und das Hundekind kommt sowieso auf Besuch, das hat er sehr gerne. Wenn ich mal wegfahre, denkt er, jetzt ist ein bisschen was anderes los, nicht? So ein Tier hat ja auch Langeweile, ist doch ganz klar. Immer zu Hause im Bett und so, ne? Ja, aber die werden von dir verwöhnt, die Katzen, mit Lachs oder so? Bist du so eine, die so richtig teuer einkauft für die Tiere? Die mögen das nicht. Nee? Nee, das sind Schäbertiere. Ja, hey, was glaubst du, was jetzt passiert? Kistenweise wird es bei dir reinbrechen. Ja? Du spielst Theater in Berlin, im Jedermann? Du, ich habe bis jetzt gespielt. Jedermann im Berliner Dom, sehr, sehr schöne Sache. Irrsinnig schön. Welche Rolle spielst du da? Die Mutter. Vom Jedermann? Na, wenn eine Großmutter drin wäre, würde ich die spielen, ist ganz klar. Aber ich bin die Mutter Jedermann. Und Jedermann ist ja auch kein junger Mensch, nee, nicht? Und die spiele ich sehr gern. Ich spiele schon sieben Jahre. Und davor hatte ich Spitzenhäubchen und Arsen. Das war ein großer Erfolg bei uns. Dann bin ich ganz glücklich. Ich habe doch einen Abend. Also das sind 2 Stunden Brigitte Mira. Und da habe ich gedacht, oh Gott, ob das Publikum das überhaupt aushält. Sie haben. Und es war wirklich ein richtig großer Erfolg. Da singst du und liest? Ja, die können ja nicht weglaufen, nicht? Eben. Das ist fantastisch. Und das geht alles im nächsten Jahr weiter. Ja? Ja. Ich habe jetzt gemacht in der Urania und dann mache ich im Theater am Kurfürstendamm meinen Abend weiter. Und dann spiele ich ein Stück wieder, wo ich noch nicht genau weiß, welches. Und dann kommen wieder Fernsehgeschichten. Dann besuche ich dich wieder. Unbedingt. Ach nee, das ist der Egner, entschuldige. Ja. Der muss auch jeden Tag. Ja, da bist du auch. Ja. Ich finde das so fantastisch. Das ist wirklich, die Rentenversicherungsanstalt kriegt einen Schock und Depression, wenn sie dich heute Abend hier sieht. Oh, ja? Das wäre schön. So fit wirkst du und so, ja, so optimistisch und wirklich nichts Gejammere und einfach voller Pläne. Ich finde das grandios. Aber trotzdem will ich dir sagen, ich habe nur einen Reiz heute, das ist der Hustenreiz, wirst du? Ja, ja. Bist ein bisschen erkältet irgendwie. Na was, ich erkältet bin seit gestern ganz schlimm. Rauchst du? Nee. Nee. Ich hatte eine Ballettmeisterin, die hat uns die Dinger aus der Schnauze rausgehauen, weißt du? Hey. Ja, tatsächlich? Mit der Peitsche oder mit der Hand? Mit der Hand. Ja, das geht ja noch. Das war die alte Peitsche Schule. Peitsche hat sie gemacht, nicht Peitsche, Stöckchen. Ja. Die Beine immer etwas höher. Du, ich habe eine schwere Jugend gehabt, sage ich dir ganz offen. Das glaube ich. Haben wir uns nicht mal darüber unterhalten, dass ich Läuse hatte als Kind? Genau. Ja, natürlich. Natürlich. Und zwar... Das war eine Sendung, ja? Und das kann man ruhig noch mal sagen, du hattest so wahnsinnig Läuse, die wurden irgendwie mit Heizöl oder was hast du auf dem Kopf gekriegt? Nein, mit Petroleum hat meine Mutter die verjagt. Und wenn nun jemand also nicht wusste, dass ich Läuse gehabt habe oder noch haben, aber und Petroleum gehen sie ja kaputt, der hat es gerochen, dass ich welche hatte. Ich war so unglücklich als Kind. Und gingen die dann weg? Ging weg. Und da wurde auch eine Zeit lang in deiner Nähe nicht geraucht, ne? Während die Therapie gemacht wurde, oder? Wäre schlecht gewesen, ja. Brigitte, Vicky sagen die Freunde, habe ich mal gehört, Wolfgang Völz, ja? Ich finde das wunderbar, dass du heute zwischen den Jahren hierher gekommen bist. Komm ganz bald wieder. Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, weil ich habe heute nur 75 Minuten und wir sind, glaube ich, schon 4 Tage drüber. Ja. Ja? Es war zauberhaft. Tu mir den Gefallen und bleib zum Abschied hier sitzen. Morgen kommt Herr Peter Scholl-Latour, kennst du? Der große Indochina-Korrespondent? Keine Ahnung, aber ist ja egal. Ich tue so, als ob, weißt du? Dann kommt Erika Berger. Ja. Auch Peitsche. Aha. Ja. Und Rob Spence, ein britischer Komödiant. Sehr guter Mann. Ja? Ja. Rob Spence. Rob. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Ja, wir trinken jetzt noch ein Gläschen Mineralwasser im Stehen. Ja, gut. Hinten. Gerne auch Champagner. Ja, ganz. Ja, ich in einmal Leitungswasser und für dich Champagner. Ja? Morgen Abend, meine Damen und Herren, 23 Uhr nach dem Ende von Schreine Markers Live. Morgen Abend schon um 23 Uhr, eine Stunde vor Mitternacht. Schlafen Sie gut, bis morgen Abend und Dankeschön, dass Sie zu Gast waren. Tschüss, ich danke dir.